Hey Leute, ein kurzes, schnelles Video, denn wir brauchen eure Hilfe. Es geht um diesen Flyer. Ihr habt vielleicht schon auf Facebook davon gehört, aber einige haben halt auch keinen Facebook-Account, so wie ich. Vielleicht habt ihr es bei Simon gesehen. Und ich wollte euch auch schnell nochmal daran erinnern, dass das hier existiert. Worum geht's? In Amerika, das haben garantiert alle mitbekommen, gab es mehrere Todesfälle, dadurch, dass Leute illegale Drogen gedampft haben. Und es ging dabei um Straßendrogen. So wie es aussieht, wurden die gestreckt mit Vitamin E-Acetat. Und das hat dafür gesorgt, dass Leute daran sterben können. Das ist schrecklich. Das ist was, was man echt nicht möchte. Die Fälle wurden untersucht und die US-Behörden haben alle gesagt, ja, es liegt wohl an illegalen Substanzen in Liquids, die auf der Straße illegal verkauft wurden. Was jetzt die Presse daraus gemacht hat, ist zu behaupten, Leute sterben an E-Zigaretten. Und das ist wahnsinnig falsch. Und? Man könnte jetzt sagen, okay, dann hat die Presse jetzt irgendwie Bullshit berichtet. Das lief online, in Printmedien, das war im Fernsehen, überall verkehrt. Aber eben genau das hat Auswirkungen und das hat sehr schlechte Auswirkungen. Nicht gerade wenige Leute gehen jetzt davon aus, dass man hieran sterben wird. Und das ist einfach falsch. Eine große Gefahr sehe ich beispielsweise dadurch, dass Leute mit dem Dampfen erst gar nicht so richtig einsteigen. Also gerade Menschen, die dabei sind, umzusteigen und solche Nachrichten hören, greifen natürlich nochmal zur ganz normalen Zigarette. Und das tötet. Warum mache ich das Video? Ich muss euch das eigentlich nicht erzählen. Ich gehe davon aus, alle, die meinen Kanal abonniert haben, wissen, was da los ist. Wissen, dass unsere Liquids getestet, ungefährlich sind. Das Zeug ist sehr gut reguliert. Wir haben sehr viele Regularien. Und dass durch Straßendrogen was passieren kann, ja, saudumm, kann die E-Zigarette jetzt gar nichts für. Und deswegen wäre es wichtig, dass wir dieses Wissen aus unserer Community rausbringen und ein bisschen verteilen. Und dafür müssen wir ein bisschen Guerilla-Marketing betreiben. Und ich würde euch gern ein kleines bisschen dafür vereinnahmen, mitzumachen. Das hier ist der Flyer E-Zigaretten retten Leben. Und hier drauf ist nochmal aufgeführt, was an den Aussagen der Medien nicht stimmt. Auf der ersten Seite haben wir kurze, knackige Informationen. Tote durch E-Zigaretten, was daran nicht stimmt. Medial verbreitete Panik, gefährdet Menschenleben. E-Zigaretten haben 95% weniger Schadstoffe. Und dazu ein paar Expertenaussagen. Durch Public Health England, durch die Food and Drug Administration aus den USA, durch Professor Ricardo Porlosa. Und auf der Rückseite wird nochmal ausführlicher darüber erzählt, was in den USA schiefgelaufen ist. Nämlich, dass illegale Drogen benutzt wurden, die verunreinigt waren oder gestreckt waren. Und dass regulierte E-Liquids seit 10 Jahren im Einsatz sind und es ist noch gar nichts passiert. Der Flyer wurde erstellt vom Aktionsbündnis Dampfen. Darin ist unter anderem der VDIH vertreten, aber auch zum Beispiel Simon Bauer von Vapes Investigation, Sascha Eisenbeil, der das Buch Ratgeber E-Zigarette geschrieben hat. Steamshots ist da mit drin, Dampfline ist mit drin, Professor Dr. Bernd Meyer, Dampf die das, Phil vom Liquidhimmel, Professor Dr. Heino Stöber und auch die Nebelfee haben da dran mitgearbeitet. Und außerdem Horst Winkler vom Dampfermagazin. Das Ding wird jetzt von Großhändlern an Offline-Shops verteilt. Und so wie ich das gehört habe, sind es 350.000 Exemplare, zumindest am Anfang. Und wo ihr jetzt ins Spiel kommt, wäre bei eurem Offline-Händler einfach einen kleinen Stapel mitzunehmen, 10 Stück, 50 Stück, je nach wie viel ihr verteilen möchtet oder wollt, und das hier unter die Leute bringen. Wie ihr das tut, hey, eure Sache. Ich persönlich würde mich jetzt nicht in die Fußgängerzone stellen und einzeln diese Dinge aushändigen, denn das wirkt ein bisschen shady. Aber wenn ihr beispielsweise bei eurem Arzt fragen wollt, ob ihr das hier in der Praxis auslegen dürft, und dann wäre das schon ein sehr, sehr großer Schritt. Legt es in eurem Lieblingsrestaurant aus. Oder wenn ihr auf dem Bürgeramt seid, ich meine, wenn einem da mal was aus dem Rucksack rutscht, was will man machen? Hat man ja keinen Einfluss drauf, glaube ich. Wofür das auch super ist, ist für euch selbst als Argumentationshilfe. Wenn man im Alltag angesprochen wird darauf, dass Menschen an E-Zigaretten sterben und man soll das doch bitte bleiben lassen, denn das ist hochgefährlich, ist es halt auch einfach cool, sowas in der Tasche zu haben. Denn hier sind alle Argumente nochmal aufgeführt und es ist halt, es ist stichhaltig. Wenn man da ein bisschen tiefer gehen will, es gibt die Seite e-zigaretten-sind-nicht-schuld.de und dort könnt ihr sowohl diesen Flyer runterladen, es gibt Quellenangaben zu allem, was hier auf diesem Flyer steht. Ihr könnt selbst eigene Exemplare drucken, wenn ihr das wollt. Ich meine, niemand hält euch davon ab, eine Postkarte zu produzieren und über diese kostenlosen Postkartenverteiler mit reinzubringen oder was auch immer ihr tun wollt. Sinn und Zweck ist es, irgendwie müssen diese Informationen aus unserer Blase raus in die Welt gebracht werden. Die Presse macht da gerade einen sehr, sehr schlechten Job. Ja, das war's schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.